Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal! Baby, baby! Baby, baby! Herzlich willkommen zum Airport Renovator! So, reicht! Sein Schnauzen, da. Die Publisher, Grüße gehen raus, haben mir den Airport Renovator zugeschickt. Bitte schickt mir das auch zu. Schickt mir das. Ich will das auch spielen. Bitte, danke. So. Nee, so. So. Ja, also mal wieder ein neuer Simulator Alligator. Es geht wohl darum, einen Airport zu renovieren. Ja gut, habe ich gesagt. Ja gut, das habe ich aber. Ja gut, am Ende des Tages schauen wir uns das natürlich mal an. Vorher ein kleiner Hinweis. Ihr habt es noch gar nicht mitbekommen, denn es gibt jetzt eine neue Merch-Seite von mir. Seit einiger Zeit sogar schon, seit fast einem Monat. Und ich habe es noch nicht einmal... Naja, ist ja auch egal. KalleKuschinski.de. Wenn es dir mal wieder schlecht geht und du nichts zum Anziehen hast, wo gehst du dann hin? KalleKuschinski.de. Wenn du mal wieder jemanden beeindrucken willst und ich weiß, wie du dein ach so hässliches Aussehen aufpolieren sollst. Kalle Kusch. Alex blendet jetzt mal so richtig geil ein Edit ein von der Seite, denn die ist richtig schick. Hier. Ja, und jetzt editierst du. Boom. Könnt ihr mal einkaufen, wenn ihr Bock habt. Link ist in der Beschreibung. Ansonsten KalleKuschinski.de. KalleKuschinski.de. Mach dein Leben besser. Schreibt mir in die Kommentare, warum Kalle Kuschinski dein Leben verändert hat. Oder wird. Ich habe eine Nachricht von Maximilian Knabel. Da würde ich sagen, wir gucken uns den Bums mal an, Alter. Schau mal, was der Airport Renovator so bietet. Aha. Ihr seht das jetzt nicht. Transformation! So, wir haben jetzt $50.000. Ihr seht das da unten. Und wir können uns jetzt hier in Südspanien. Spanien, by the way. Airport Renovator. Here we go. Als ob ich einfach rausspringe. Nee. Yeah. Das Flugzeug ist weg. Hallo? Also da hinten soll ich hin. Pull to select Axe. Press to destroy the padlock. Oh ja, okay, das kenne ich. So! Ding, ding. Turn the power on at the 01 fuse box. There is a fuse box. Finally, I thought I would never hear you again. Und jetzt sehen wir sie nicht. Mann! Geh nochmal auf die andere Seite. Oh, shit. Zack. Jetzt ist er weg. Ich raste aus. Cut the trees near the airstrip down. Warum soll ich denn überhaupt einen Flughafen renovieren? Also warum... Was ist die Story dahinter? Oh, ich kann richtig aufladen. Ah! Ich hab den ge-one-hitted. Krass. You made it. Bravo. Now it's time for the first supply drop. Ich glaube, das sieht gut aus. Ich kann gar nicht. Ich kann da nicht hingehen. Dieses Geräusch, wenn er so auflädt. So, gib mal her, das Gerät. Oh, great. Blow the sand off the airstrip. Ach, da. OMG. Oh, wow. Alter, aber wie das Geld hier reinkommt. Das ist so hochtickert. Hier, 13.200 und jetzt. Machen Sie Ihr Gold zu Geld. So. Ich blow my whistle, baby, let me know. Wie wir money making, like real big time money. So. Ihr denkt immer, man muss krasse Sachen machen, um reich zu werden, ne? Man muss einfach nur ein bisschen blasen und dann läuft's schon. Ist so. Ich bin den ganzen Tag jetzt hier schon am Blasen, ne? Aber fast $30.000, das lohnt sich richtig. So, da haben wir's. Sehr gut. Airdrop incoming. Also, was ist die Story? Let's check what new toy is hiding in the next delivery box. Ja, Amelia! So! Oh, das ist so ein... Ich will jetzt nicht, dass ich hier alles wegmähe, oder? Will jetzt nicht hier alles wegmähe? Es gibt auch schon wieder Kohle ohne Ende. Ich soll hier alles wegmähen. Ich bin jetzt bei 8%.
Ich habe halt übelste Flashbacks, ne? Ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon mal irgendein Scheißspiel mit dem Rasenmäher gespielt. So, die Aufnahme geht jetzt eine 23 Minuten. Ich habe schon wieder richtig Bock auf das Game, muss ich sagen. Aber es ist entspannt. Entspannung pur. Ist das, wie es ist? Warum soll solche Jobs immer nur eine Person machen? 52.000 Dollar. Was wohl in der Box drin ist, ne? Zack! Was ist das? Gut, was ist das? Grab's Item. Pressure washer? Wow, excellent. Soll ich jetzt hier auch noch putzen oder was? Ach, ich soll die ganze. Ich soll das ganze Haus putzen? Was? Ey, was? Das ist ja jedes Spiel, was ich ätzend finde, in einem. Prozent. So, Outside Vaults. Ah, 100%. 6%. Schön. Ja, ist in der Entspannung. Das ist eine eindeutige Entspannungssache hier. 6,5 Stunden später. Zack. One more thing. I forgot about something. It's getting dark. There's a storm coming. I'm dropping the last supply crate. It's getting dark and there's a storm coming. What? Es fängt an zu pissen, ne? Es bewegt sich. Wieso bewegt sich das Geschenk? Lights. If you want me to land safely, you need to illuminate the runway. Quick. Oh. Das ist geil. Wie viele Lampen sollen wir denn hier anbringen? Jetzt gewittert das! Aber es sieht doch cool aus. Schön bunt. So, nochmal weiß am Schluss hier. Donnerwetter! Hey, die Lampen sind aus! Rittel to turn the flashlight on. Gut. Check the fuse box to resolve the power outage. Gut, 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 gut. Mach mal an hier den Bimsen. Zack. Turn the radio receiver on to report back to Amelia and finish the game. Cut the remaining trees down. Optional. Wir wollen, dass Amelia glücklich ist. Deswegen machen wir alles seidig glänzend. Ja, also, ich sag mal so, es stürmt ja nicht mehr. Wieso kommt sie nicht jetzt einfach da runter von ihrem hohen Ross? Was ist die Story des Games? Ich verstehe es nicht. Was mache ich mit der ganzen Knete? Wieso kriege ich 2000 Dollar, weil ich einen Baum umholze? Was ist das für eine Message? Tötet den Wald und ihr kriegt Geld? Über die Hälfte aller Bäume getötet. Zack, weiter geht's. Mann, macht das Spaß. Ich habe so viel Spaß an den Airstrip-Renovator. 100% aller Bäume. Alter, wenn das kein Achievement gibt nachher, ne? Das ist das Langweiligste, was ich je in einem Spiel gemacht habe. Und ich verstehe nicht, warum ich es tue. Da blase ich doch lieber. Es gibt auch mehr Kohle. Es ist eine Experience jetzt hier gerade. Die wollte ich gerne mitnehmen. So, 51%. Wir nähern uns... Ja, aber immerhin 60%, also wir kommen voran. Ich muss auch sagen, ist für die Augen ganz geil. Man guckt eigentlich nur darauf, wo Weed ist, dass man wacken kann. Die Leute schreiben ja immer in die Kommentare, Kalle, spiel doch mal was, was dir Spaß macht. Das würde ich ja machen, wenn ich nicht scheiße in Videogames wäre. Versteht ihr, wie ich meine? Das heißt, ich muss hier Solo-Scheiße-Games-Simulator zocken, damit da irgendwas Gescheites mal rumkommt. Weißt du, wie ich meine? 12 Uhr mitternachts. Ey, ich hab keinen Bock mehr! Mach, dass es fertig ist! Also ich sitze jetzt hier seit 44 Minuten in dieser Aufnahme. Das ist legit Zeit. Die kriege ich nie wieder. Die ist weg. Ich habe das Spiel seit fast einer Stunde. Würde ich das gekauft haben? Ja. Das ist einfach lost, Digga. In welchem Szenario spiele ich so ein Game? Also ich muss ja so hackedicht sein, dass ich nichts mehr ralle. Oder das Weed in Real Life richtig gewackt haben, dass ich das irgendwie entspannt und geil finde. 89%. Ich kann es nicht glauben, dass ich durchhalte. 90%. Jetzt zählen wir gemeinsam runter, Freunde. 10, 9. Komm gleich. Warte.
8, komm! 8, 7, 6, 5, 4, 4% noch. Wahnsinn! Hier in Spandau spielt sich Unglaubliches ab. 3%. Zwei. I'm so excited to get 100% weed whacking in this game. This is what I have been worked for all of my life, Digga. So I have 99 Dings Prozent hier whacking. 100%, come on. Yeah! Wo ist der restliche Dust? Vereinzelt? Ah ja, 91%. Gut, 92. 3% noch. 2, 1 noch, gar keins mehr. Ja, da war noch was. Jetzt nochmal durch die Mitte. Das gibt's nicht. Nicht mal mehr 1%. Auch hier wieder das Geräusch, ne? Ah, wir haben es geschafft. Nice! Oder drin. Oh, drin. Hochdruckreinigung im Haus. Drin. Sind meine Freundin sitzt zu Hause und macht das Essen und fragt sich, warum ich nicht nach Hause komme. Und dann sage ich, ja, ich musste noch ein bisschen blasen. Ein bisschen spritzen. Das ist Content. Das ist der Hammer, ey. Das macht echt Spaß. 99%. Wir sind wieder wer. Jetzt spring rüber. Dann spring ich von der Brücke. Gib mir die 100%, Mann! Das gibt's nicht. Hier drin Koller, ich werd so rallig. Also ganz ehrlich, was ist das? Ja! Endlich! Endlich! Müssen nur noch den Müll kaputt hauen. 44%! Das ist mehr, als ich in jeder Mathe-Klausur hatte. Egal, was wir machen, wir müssen nur noch 44% Trash wegmachen. Hier, so. Bumm. Zack, zack. Komm, jetzt gib mir die 60. Schön den Tisch weg. Jawohl. Komm, gib mir 60. Jawohl. Noch. 34% noch. Wann hört das auf? Immer nimmer. Und damit haben wir wieder eine magische Zahl von 70% erreicht. Das bedeutet, in 30% haben wir 100% des Spiels erfolgreich abgeschlossen. Einen kleinen Applaus bitte. Danke. Jetzt nochmal richtig Hype in den Chat, nicht wahr? Ich verspüre etwas beklemmend. Das ist wie so ein Selbstexperiment hier gerade. Oh, guck mal, ich kann hier jede Kartusche einzeln weghauen. Das macht richtig Spaß. Ja. Hm. Ja. Genau. Weg. Cool. Zack. Jo. Mhm. Jo. Mhm. Zack. Weg. Ja. Genau. Ich. Oh, da ist noch ein Propeller. Weg damit, Digga. Ich kann sie auch nicht anrufen. Ich kann nichts machen in diesem Spiel. Jetzt habe ich es ausgemacht. Oh, hier liegt noch was. So. Junge, wo ist denn hier der Müll? Ist das Müll? OMG, das ist richtiger Müll gewesen. Oh mein Gott. 2% noch. 1%. Wir sind fast mit dem Spiel durch. Wir haben es fast komplett durchgespielt. Hier. Ja, we made the game. I did it. Turn the radio receiver on to report back to Amelia and finish the game. Wir haben alles gemacht. Wir haben the trees gecuttet. Wir haben the weed gewagged. Das wir haben richtig geblasen, Alter. Geblowt haben wir. The surface abgespritzt mit unserer Spritzpistole, Digga. I know that everyone needs some privacy from time to time, but I must admit, I was a bit worried. I'm about to land. See you soon. Good job.
Oh, Cutscene. Washing progress. 100%. Woo! Yeah! Oh, schön geblasen haben wir, 100%ig. Nice. Und removed. 99! Wie 99? Das stimmt ja gar nicht. Nein. Oh, yeah, 300k. Alter, geile Mugge. So, Airport Renovator Survey. How much did you enjoy playing Airport Renovator Demo? It was great, I loved it. Was tutorial of the game clear to you? Yes, it was clear right from the start. How difficult do you find playing the demo? It was too easy, boring. It was too hard for me. It was perfectly balanced. How much did you enjoy mowing the grass? So. How much did you enjoy destroying the trash? So. How much did you enjoy cleaning with pressure washer? So. How much did you enjoy blowing the sand from... Also das Blasen fand ich richtig nice. How much did you enjoy receiving the patch? Ja, ist okay gewesen. How much did you enjoy cutting the trees? Ja, das war auch Ehre. So. What would you like to get more in a full release? A developed storyline. Das ist das Wichtigste. Was interface in the demo intuitive to you? Yes. Was the objective of the demo clear to you? Yes. Senden. Und damit verabschieden wir uns. Tschüss. Und das hier, also... Das hier 99 steht. Das ist eine absolute hodenlose Frechheit. Bis zum nächsten Video. Ciao.